macht schon einen Unterschied, also auch was die Stimmung angeht. In England ist es ja schon ziemlich ruhig, die haben nur noch Sitzplätze und halt dementsprechend teuer. Ja, und wenn halt nur noch, keine Ahnung, die oberen 10.000, dann ist halt die ganze Atmosphäre. Und der BVB wirkt immer mit der Südtribüne, die voll wenn halt nicht da ist, nicht mal nur Sitzplatz und ab 40 Euro, keine Ahnung was, dann ist halt diese Stimmung nicht mehr da. Und davon lebt ja dieser Sport. Und die Südtribüne. Als stolzer Bewahrer unserer Fußballtradition. Spielplätze gehören für jeden in Dortmund selbstverständlich dazu, zumal es seit Jahren keinerlei Zwischenfälle gibt. Ich habe viele Situationen gehabt, wo man gegenseitig aufeinander aufgepasst hat. Und einfach toll, würde der unten drunter liegt, muss sich keine Sorgen machen, weil alle anderen helfen und wieder hoch. Ich habe noch nie auf der Tribüne irgendwie Angst gehabt, auch wenn mal Bengalos zündet würde, die ich persönlich nicht brauche. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass mich das bedroht. Und wir können auch ohne Feuer also, haben. Auch andere Leute haben nie in den 90ern auf der Tribüne auch. Und da hat sich keine Sorgen mehr aufgepasst. Oktoberfest, Granger Kirmes, Büziensmarkt, keine Ahnung, was da alles gibt. Da ist jetzt weitaus gefährlicher als im Stadion. Da ist doch alles reglementiert, alles vorgeschrieben. Und da wird für die Sicherheit der Zuschauer gesorgt. Und auch die öffentliche Wahrnehmung, aufgeheizt durch die Boulevardpresse, reagiert heute anders auf Pyro oder Platzsturm als noch vor 20 Jahren. In der Defensive.